Dann einmal nach unten. Hier hin. Wir können ja natürlich die Schwämme gleich rüberholen. Das ist ja auch nicht das Problem. Und die Mikrochips. Sollte sich ja gut ausgehen. So. Dann sagt das mal so. Gönnen uns hier gleich die Energie. Okay. Dann waren es vier. Viermal Schwämme. Okay. Wie groß waren die? Waren ja nicht so groß, ne? Das sind ja auch nur drei Felder, wenn ich jetzt... Jetzt hole ich das da unten mal rein. Ich schmeiß das zwar mal extra raus. So. Sind das drei? Also das müssten drei sein, ne? 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Okay. Dann 4 darüber zu freilassen. Na, das da wollte ich. So viel schon mal zu der Aufbauart und Weise, wie ich es machen wollte. Das klappt ja schon mal so gar nicht. Außer, warte mal, 1, 2, so, waren es halt nur 3, ne? Gerade mal so zum Testen, würde ich so hinkriegen. Naja gut, das würde jetzt vom Platz her auch nicht viel mehr ausmachen. Ich muss halt nur eins rüber. Ich muss natürlich zwei rüber. Das macht dann vom Platz her doch schon wieder enorm viel aus. Komm, ich bleib jetzt einfach hier bei dieser Aufbauart und Weise. Sei es drum. Ist doch auch nicht verkehrt. Das kriegen wir doch auch so locker und lässig hin. 4 Stück sollen sein. 4 Stück wird es geben, wenn hier mal ein Warndepot ist. Das ist natürlich wieder mal super. Achtung, Produktionsstillstand. Ah, da sind halt überall Steine im Weg und so ein Mist. Ja, auf der anderen Seite könnte ich das ja dann natürlich nach hinten machen. Also so dann in diese Richtung. Dann muss ich so, pass auf. So. So. Da brauchen wir dann nochmal 3 frei. 1, 2, 3. Das passt so. Na, gib ihm die mal. Entwarnung. Seuchengefahr eingedämmt. Das freut mich jetzt ungemein. Hier rein kriege ich es jetzt allerdings so nicht mehr. Das ist so ein bisschen schade. Und jetzt haben wir natürlich den Vorteil. Sobald wir hier nämlich mal genügend Energie selber produzieren, soll mir das recht sein. Können wir das nämlich auch rauslöschen. Wobei, ich müsste ja nur hier jetzt 4 machen, dann können wir die ja so rum aufbauen. So. Genau so. So und nicht anders da. Mikrochips bekommen sie. Schwämme produzieren sie jetzt auch genug. Das ist doch sehr toll. Damit können wir jetzt erstmal hier. Ist doch egal, woher das Zeug stammt. Umtausch ausgeschlossen. Ich kenne ich doch. Hoffe ich doch, dass du mich kennst. Produktivität 25%. Als würden wir es noch großartig benötigen. Das andere hätte ich da mal nicht verklicken sollen. Die Unfallwahrscheinlichkeit für oder gegen die Explosion auf Ölplattformen. Wäre sehr nett gewesen, sehr nützlich. Vor allem den Tee brauchen wir auf gar keinen Fall mehr. Boah. Komm, da könnte ich nochmals die 15 Jahre durchklicken. Für irgendwas wollte ich dieses Schiff, ich weiß es noch nicht mehr. So. Langsam aber sicher geht hier natürlich das auch wieder runter. Wir müssen mal anfangen, das Ganze reinzuholen. Auf der anderen Seite, wir könnten mal allgemein Überblick über die Inseln holen. Das sieht alles ganz gut aus. 100, 100, 100. Das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Kann man das eigentlich hierüber auch nachschauen? So die Ökologie und so? Nee, ne? 24 Fischereien. Yeah! Imba. Okay. Negative Einflüsse. Ja gut, okay. Positive Energie.
Wäre jetzt natürlich schön gewesen zu sehen. Das Kulturmagazin bringt einen Beitrag über unsere Konzerthalle. Die tolle Akustik zieht anscheinend viele Leute an. Wobei, wenn ich hier auf ein Gebäude gehe, kriege ich ja die Gesamtübersicht über die Insel. Erst denken, dann handeln, Gabu. Erst denken, dann handeln. So, wie sieht's hier aus? Lifestyle, da fehlen natürlich jetzt die Neuroimplantate. Ist ja mal ganz klar. Haben wir denn hier jetzt nichts mehr an Bord? Oder was ist los? So schnell schon passé das Ganze? Waren... Wo sind die? Da. Schwämme hätten wir noch da. Okay. So, lieber SR2, wo bist du? Machen das. Dann können wir nämlich das da hier eigentlich auch gleich rausschmeißen. Brauchen wir hier nicht mehr. So. Dann könnte ich aber auch gleich die entsprechenden Gebäude mal vernichten. So. Sehr schön. Die hier noch, genau. Ich könnte jetzt natürlich warten, bis die fertig produziert haben, ganz klar, aber... Ja. So. Ein bisschen umschauen. Das ist nochmal so eins, gell? Ja. Fein. Und das ist nochmal so eins. Ja, supi. Dann können wir das nämlich schon mal anfangen anzupassen. Okay. Dann können wir nämlich die da hier spiegelnd auch hier nochmal hin aufbauen. Dann würde das definitiv mehr Sinn ergeben. Was ist das da hier eigentlich? Okay, das ist das Algenfraßzeugs. Dann haben wir da zumindest Platz. Und wenn das mit den Algen echt nicht ausgehen sollte, werden wir die Algen hier in Zukunft anpflanzen. Wow, hier könnten wir sogar nochmal so ein tolles Kraftwerk aufbauen. Okay. Nichtsdestotrotz, die Algen, die Schwämme, alle mal hier rein. Die Mikrochips holen wir alle hier rein. Sehr schön. Ist eh der Platz schon voll. Werkzeuge, ja gut, okay. Wir müssen eh nochmal herkommen. Dann nehmen wir die noch direkt mit. Die Raketen nehmen wir direkt mit. Davon hätten wir genügend. Das passt alles soweit. Ganz gut. Gefällt mir. So. Damit hätten wir zumindest schon mal das erste Problem definitiv gelöst. Hier wollen wir da mal hinschauen. So. Jetzt kriegen wir hier natürlich nicht alles unter. Das war ja auch fast klar. Unter Wasser. Kann ich die Dinger waschen? Oh, warte. Halt. Moment mal. Das habe ich noch gar nie ausprobiert. Aus dem Hafenbereich. Ja, gut. Okay. Aufhören mit der Spinnereien hier mal, ne? 6 Raketen. Ich würde sagen, zumindest einen dieser Türme gönnen wir uns. Was macht denn eigentlich hier der Rest der Flotte? Wir sollten die vielleicht mal... Na gut, wir haben noch Zeit. So schnell eilt es ja nicht. Gut, wie geht's denn eigentlich denen hier? Da habe ich ja lang gar nicht nachgeguckt. Nahrung! Hamburger fehlen! Oh. Ja, warum das denn? Das ist natürlich die Frage, das und das hätten wir genügend, da bauen wir doch... Nee, wir bauen hier mal nicht 2 Teile auf. Sehr schön, dass wir hier natürlich noch ein Schiff haben, das frei ist. Achtung, Produktionsstillstand. Ja, Fischereien sind eher unwichtiger Natur. Aktuell zumindest. So, das nehmen wir mit. Wir nehmen die Neuroimplantate mit. Wir nehmen das so rum. Dann ist das gerade nämlich nochmal raufgegangen. Ich weiß es nicht. Es sah gerade so aus. Nee.
ich könnte ja natürlich auch hier jetzt, also es ist jetzt 0-0. Sollte was nochmal dazukommen, haben wir was übersehen. Ich in diesem Falle eigentlich was übersehen. Sollte aber langen. So, dieses Schiff fährt mal. Ja, das ist natürlich blöde. Parkt nicht mal da. So, die Flotte wird hier. Okay, ein paar Schiffe hat er da. Die sind aber keine große Gefahr. Die sind keine Gefahr. Die sind keine Gefahr. Inseln. Wie sieht's denn da aus, mein Freund? Flak sehe ich hier schon Guten mal. Tag. Die Show ist vorbei. Also, sayonara. Keine. Wird aber kommen mit der Zeit. Und ich würde fast sagen, wir kümmern uns als erstes, sobald der Krieg beginnt, um diese Insel. Ja. Oh, definitiv. Der Hafenbereich ist aber auch frei von Flak, oder? Also ich sehe schon mal keine. U-Boot-Werfer. Diese Ölförderanlagen sind die modernsten der Welt. Das ist eine U-Boot-Werft, das ist keine Ölförderungsanlage. Will ich dir nun mal sagen. Außer du förderst in einer U-Boot-Werft Öl. Möchte ich sehen. Okay, die Flotte sollte ja verschwinden, so ein Schiff würde ich dann kapern, aber das wird nicht so einfach werden. So, vor allem wenn wir das entsprechende Equipment nicht da haben. Okay, hier läuft das Ganze mal seinen gewohnten Gang nach oben. Das hier ist mir aber gerade mal ein Millimeter wichtiger. Mindestens ein Millimeter, kommt dann machen wir nochmal. Fest mal hier hin. Jetzt können wir uns hierum noch mal ein bisschen mehr kümmern. Ja, ist jetzt halt die Frage. Machen wir das dann hier mit diesen... Ich würde schon fast sagen, ja, dass wir hier das Lithium dann eher abbauen. Platin, Uran, Kupfer, Eisen, Gold... Bitte bestätigen Sie die Zielparameter Ihres Auftrags. Jo. Platin. Bla 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 bla. Lithium. Aber er fördert es. Er fördert es immerhin mal. Platin, Uran, Kupfer, Eisen, Gold. Also das wird hier zwar nicht angezeigt, aber wir bauen es ab, oder? Da müsste ich gucken. So, Lithium, ja. Für die Samen bauen wir diese anderen Teile echt da drüben. Das sollte sich dann auch gut aufgehen. Die bauen wir dann allerdings erst aus, wenn wir dann mal so weit sind. So, wir sollen nochmal eine feindliche Flotte vernichten. Ist das nicht schön? Halt, da können wir ja mal direkt sämtliche Flieger mal neu in die 4 einladen. So, sind alle drin. Sehr schön. Für den Kriegstime soll ich dann da wieder... Ihr Auftrag? Das reinziehen. Mein 10% ist immerhin was, ne? Derzeit könnte ich das rausschmeißen. Ich mache das gleich, ansonsten vergesse ich es eh wieder. Na? Sehr schön. So. Dann etwas, das ich auch schon seit... Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Menschliches Versagen habe ich... Trojanisches Pferd? Ja, ja. Haben wir da zwei? Wundert mich gerade halt eben nur so ein bisschen. Wir brauchen ja ein Schiff hier in der Nähe. Weil da zwei blinkende Pfeile waren, aber das sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Moment mal, ne? Du fliegst mal nach Hause, weil das muss ja jetzt nicht gerade sein. So. Und bam. Hat ihm trotz alledem nichts gebracht.
Was war das? Ach so, ja, getarnte Einheiten. Das Problem werden wir nicht haben. So, sehr schön. Gefecht erfolgreich. Alles weg. So, Krieg ist auch gleich. Supi, nee, du sollst natürlich hier zur Arche. Ist das auch trojanisches Pferd? Ich nehme es mal an. Das einfach nur heißt, komm hierher mit dem Teil und alles wird gut. Können wir rausschmeißen. Ich hätte natürlich Carbon von oben holen können in der Zwischenzeit, um das da hier zu tun. Allerdings geht das auch so. Bringt uns dann auch nochmal ein bisschen Credits. Das ist auch sehr gut. Mittlerweile dürfte... Ja, den könnte ich jetzt natürlich die ganze Zeit da lassen. Ist hier aber auch nicht so Sinn und Zweck der Angelegenheit. Die Frage ist jetzt die, will ich hier... Was ist das Ergebnis Ihrer Bemühungen positiv? Das prognostizierte Ergebnis ist eingetroffen. Danke. Bitte. Ja gut, ich würde sagen, hier machen wir dann die Produktionsgebäude hin für diese Biotikteile. Ich bin halt gerade am Überlegen. Könnten wir jetzt nochmal... Hier kriegen wir eh nichts hin. Ich muss ja so oder so hier... Das ist halt blöd, ne? So? Muss ich die schon mal ausbauen zumindest? Und dass wir halt mehr Ressourcen hier dann behalten haben. Dann kriegen wir das Schiff dort oben vielleicht doch noch leer. Wenn nicht, wird der Rest verkauft. Damit ist entschieden, was damit geschieht. Es wird verkauft und hier unten sorgen wir mal für mehr Hamburger. So, sehr schön. Und zwar bauen wir da jetzt einfach nochmal zwei auf. Da sind wir schon richtig, ne? Ja, da sind wir schon richtig. So, sehr schön. Jetzt sollte es doch langen. Laufen wir eigentlich... Der Wissenschaftsrat ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Mhm, passt schon. Also Öl machen wir hier mittlerweile genug. Das machen wir auch genug. Das machen wir auch genug. Das machen wir genug. Das machen wir genug. Sehr schön. Bauzellen haben wir. Akku haben wir jetzt auch. Fisch geht nach oben. Das geht Produktionsstillstand. Ja, das läuft doch. Das läuft doch. So. Munitionsfabrik brauchen wir gar keine. Jetzt, Sattle. Die haben dort keine Attraktivakte. Da auch nicht. Da ohne. Da auch nicht. Da schon. Arr. Okay, gut, okay, wenn wir da hinten eh ausbauen, macht es ja so oder so Sinn zu sagen, wir bauen hier nochmal ein Casino auf. Und zwar... Dieses Jahr hau ich die Ersparnis auf den Putz und kauf uns auch so eine tolle Karre. Ja, du haust deine Ersparnisse nicht auf den Putz, weil du gibst das hier in meinem Casino aus. Und solltest du dich weigern, das Geld im Casino auszugeben... Ja... Ich lass mir was einfallen. Gut, da hinten kommt ja das Monument hin. Es ist ja eh dann egal. Fast egal. 2-4. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, das langt schon wieder nicht. Mhm. Mein Gefühl hat mal wieder recht. Hey, das ist jetzt unfair. Das ist unfair. Spiel gespeichert. Jetzt kann ich das wieder neu beginnen. So, der wird uns jetzt dann auch gleich den Krieg erklären, der Gute dort unten.